Leute, und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal ein Spiel vorstellen, und zwar Terraria. Ich habe eben eine neue Welt erstellt und wir sind jetzt hier, und ich würde sagen, ich erkläre euch mal ein bisschen, um was es im Spiel geht und so. Ja, wie ihr seht, ist es auf jeden Fall ein 2D-Spiel. Also, ja, es ist halt nicht 3D wie alles andere, wie normales Spiel, was ihr kennt, sondern es ist halt ein 2D-Spiel, aber es ist ein sehr cooles Spiel und ich will auch direkt anfangen. Und zwar, für alle von euch, die Minecraft Singleplayer feiern, kann ich dieses Spiel nur ans Herz legen. Ich werde euch auch sofort erklären, warum. Es ist im Prinzip wie Minecraft, halt der Singleplayer-Modus von Minecraft, bloß tausendmal besser. Es gibt viel mehr Bosse, ich glaube 15 oder so oder noch mehr. Und du hast halt nicht nur zwei oder drei Bosse wie in Minecraft, sondern es ist viel abwechslungsreicher und so. Und es gibt auch viel mehr Items. Und ich werde euch ein bisschen so die Basics erklären, und ja, dann könnt ihr vielleicht das Spiel ja auch holen. Ich finde es jedenfalls mega geil. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade den Hasen gekillt habe, aber ja, anscheinend hat er mir Geld gebracht. Und zwar müssen wir hier, wie eigentlich auch als normal, von diesem Holz abbauen, und dann daraus können wir jetzt dann Items machen. Und es ist halt auch nicht so wie in Minecraft, dass du irgendwann alle Rezepte kennst, weil es gibt so Millionen viele Items, kannst du gar nicht alles auswendig wissen, wie man was craftet. Ja, deswegen muss man halt auch leider vieles googeln, gerade ab dem Hard Mode, den man dann irgendwann freischaltet. Und ich habe schon eine geile Waffe bekommen, die neuen, der ist auch geil, da kann ich ein Schwert wegtun. Potions, ja, geil. Und es gibt hier sogar Events, wie zum Beispiel jetzt an Halloween gibt es halt diese Kürbisse hier. Und ja, dann, es ist halt im Prinzip wie Minecraft, hier seht ihr halt euer Leben. Und ja, dann habt ihr hier euer Inventar, hier könnt ihr eure Sachen herstellen. Ich würde sagen, machen wir erstmal eine Werkbank, damit ich mir ein bisschen Rüstung und Zeug machen kann. Ich habe, wie gesagt, eben erstmal eine neue Welt erstellt. Und ihr könnt den Weltschwierigkeitsgrad auswählen und dann noch den Schwierigkeitsgrad bei eurem Charakter am Anfang. Ja, dass man zum Beispiel noch Geld droppt oder alle Items und so weiter, weil ich würde euch empfehlen, erstmal von Anfang auf jeden Fall nur Geld droppen machen. Warum machen diese Hasen Schaden? Das ist irgendwie neu. Ja, jetzt seht ihr, habe ich ja auch ein bisschen Schaden genommen. Ja, ich nehme mal die Kiste hier mit. Und ja, ich würde euch, wie gesagt, empfehlen, am Anfang nur Geld droppen einstellen für euren Charakter, weil man stirbt hier im Spiel so oft. Es ist halt nicht wie in Minecraft. Du bist hier so schnell tot. Also ja. Aber sonst ist es halt, wie gesagt, ähnlich wie Minecraft, nur dass du halt viel mehr Boss hast, es gibt viel mehr zu tun. Und ab später kannst du dir sogar eine Klasse auswählen, was du spielen willst, ob du Nahkampf machen willst, Fernkampf, Magier und so weiter. Es gibt so viel, das ist einfach nur. Ja, es gibt halt viel mehr zu tun als in Minecraft so. Und am Anfang hat man ja auch so einen Villager, ich sag mal Villager, es ist NPC heißen die Dinger. Es ist ungefähr wie in Minecraft ein Villager. So kann man sich die eigentlich vorstellen. Ja. Wie viel Holz habe ich denn jetzt? 100. Gut. Und es wird ja auch Nacht und dann kommen auch Zombies und so weiter. Und ja, es ist im Prinzip halt vom Prinzip wie Minecraft, bloß auch viel mehr Monster und alles. Habe ich mir schon noch Holzrüstung gemacht? Nein. Am Anfang mache ich mir erstmal noch Holzrüstung. Klar, es ersetzt auf jeden Fall nicht den Multiplayer-Modus von Minecraft, weil es gibt hier keine richtigen Server oder so. Das auf keinen Fall, aber wer Singleplayer, da ich weiß, dass viele von meiner Community halt Singleplayer Minecraft mögen, für die ist es halt ja, einfach geil. Multiplayer ersetzt es auf keinen Fall. Es gibt halt, wie gesagt, hier nicht so viele Server und so, wie auf Gomma oder so. Das gibt es hier halt nicht, aber für die, die Singleplayer mögen, ist es auf jeden Fall ganz geil. Aber was man hier machen kann, ist Server über Steam hosten und dann halt mit seinen Freunden spielen, kostenlos, ohne dass ihr euch einen Server machen müsst. Also könnt ihr auch so einfach Multiplayer spielen. Ganz easy. Also das ist
Multiplayer-System gibt es hier, aber es ist halt nicht so umfangreich wie Minecraft. Man kann sich das ungefähr das Spiel so vorstellen wie eigentlich Minecraft-Mods mit den Bossen und so weiter. Kann ich mir, habe ich schon gesehen, ja gut, sagen wir, ich kann mir ein paar Fackeln mal machen. Ja, nicht viele, egal. Aber wie gesagt, es ist gerade wegen Halloween, gibt es hier Kürbisse und so, also es ist echt ganz nice eigentlich. Geh mal hier in die Höhle rein, oh Gott, stimmt. Ich muss mir aufpassen, weil ich hier nicht gleich ertrinke. Ich meine, ich muss ein bisschen rausbauen, oh Gott. Oh, am besten mal hier einen Weg drüber, einmal so. Und was ich finde halt auch, noch ein bisschen geil. Hier drin. Es gibt hier so viele Slots für Accessoires, es gibt so viele Fähigkeiten, du kannst halt so viel machen, es gibt Haustiere, es gibt so viel, es gibt, glaube ich, 25 NPCs oder noch mehr, ich habe gar keine Ahnung, eine genaue Anzahl. Dann wenn jetzt eine Swiftness Potion, ah, das ist ganz cool, das kann ich mir mal anlegen. Ich habe das Spiel halt auf Englisch, ich hoffe, das stört jetzt mal nicht. Von diesen Dingern bekommt man ja genau Wolves dann aus. Das bringt mir das Ding. Fähigkeit. Es gibt später so viele Waffen und so, also es ist einfach. Ja, man muss sich hier jetzt voranarbeiten. Das finde ich halt besser gemacht als in Minecraft. Das Spiel kostet übrigens gerade für die Leute, die es interessiert und die es kaufen wollen, auf Steam 10 Euro. Das ist jetzt nicht besonders viel da, wenn man überlegt, dass man bei Minecraft halt 20 Euro zahlt. Und was ich auch cool finde, das kann ich euch kurz mal zeigen. Und zwar, ihr könnt ja am Anfang euch einen Charakter erstellen und ihr seid halt dann nicht mit dem Charakter an die Welt gebunden. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe viele Charakter und die sind irgendwie alle 1-1 gefühlt. Keine Ahnung, nehmen wir mal den hier. Und da kann ich in die Welt, die ich gerade eben erstellt habe, einfach reingehen. Und jetzt habe ich halt einen Charakter, der schon ein bisschen weiter ist und kann hier, also ich kann meinen Charakter in unendlich viele Welten gehen. Also ich kann für jeden Charakter so viele Welten erstellen, wie ich will. Und ich bin halt nicht einfach an die Welt gebunden, sondern wenn ich jetzt sage, hier gibt es irgendwas, weil es gibt manche Items auf manchen Maps nicht oder selten oder nur so, da kann ich sagen, ja, okay, ich wechsle einfach die Welt, erstelle eine neue Welt, mache eine große Welt oder so. Man ist halt einfach nicht an die Welt gebunden. Finde ich halt ganz cool. Dass ich jetzt einfach so hier mit meinem, keine Ahnung, der Account schon sehr viel weiter. Das ist schon ein Hard Mode, wo man eigentlich ganz viel später erst hinkommt. Und ihr seht, ich habe hier auch schon Jetpack und so. Ich kann halt trotzdem hier in meiner Welt rumlaufen. Obwohl ich eigentlich ein ganz anderer Charakter ist. So, das ist halt eigentlich mega cool. Dass man nicht einfach nicht an die Welt gebunden ist, sondern. Ja, einfach ein Ding machen kann. Aber ich möchte jetzt eigentlich nichts looten, weil es bringt mir ehrlich gesagt nichts. Ja, sonst, ich finde das Spiel immer mega geil. Macht mega Bock. Es ist zwar ein 2D-Spiel, ich weiß, viele von euch mögen halt kein 2D-Spiel oder so, aber macht trotzdem mega viel Spaß halt. Was habe ich denn? Also, ihr habt den Charakter schon lange nicht mehr gespielt. Genau, es gibt sogar solche Beschwörer-Items, dass ich also jemanden beschwören kann, der für mich kämpft, ohne dass er Schaden bekommt. Es gibt Potions, jede Menge. Ja. Ich habe gerade einen Revolver. Ich bin, ich hab Schütze. Und dann haben wir hier Achievements. Ich habe schon relativ viele, aber auch noch nicht alle, obwohl ich schon sehr viele Stunden im Spiel eigentlich habe. Also sieht man mal, dass es echt hier wirklich viel zu machen gibt. Ja, wie gesagt, es gibt auch mehr NPCs, die ich jetzt, ja, Greifhaken haben wir auch noch. Es gibt auch viele NPCs, die ich aber nicht holen kann, weil ich das im Haus noch brauche oder so. Ja. Aber ich kann euch vielleicht mal einen Boss zeigen, zumindest im ersten. Ich weiß nicht, ob ich in irgendeinem Charakter noch oder in irgendeiner Welt noch so ein Beschwörer-Item habe. Da müsste ich kurz gucken. Ich habe, glaube ich, in der Welt noch irgendwo so ein Beschwörer-Item für den ersten Boss, damit ich wenigstens euch einen kleinen Bosskampf zeigen kann.
natürlich jetzt mit dem Account relativ easy, weil er schon viel weiter eigentlich ist, aber ich will euch nur mal. Das ist jetzt wieder ein anderer Account. Das ist wieder ein anderer Account, oder? Nee. Ach krass. Habe ich irgendwo noch dieses Beschwörer-Item? Ihr seht, ich habe so viele Kisten schon, das ist einfach nur krank, wie viel man hier hat. Da kann ich euch auch zeigen. Hier sind die ganzen verschiedenen NPCs. Ich habe komplett ein Haus voll. Bis nach oben eigentlich. Ja. Und hier seht ihr auch, wie viele Items ich schon habe, wie viele Kisten. Man sammelt einfach so viel Zeug mit der Zeit. Ich möchte eigentlich nur so ein Beschwörer-Item haben für den ersten Boss. Der sogar. Ja, danke. Dann kann ich nämlich jetzt in meine Welt wieder gehen. Hier gibt es übrigens auch den Multiplayer-Modus. Es gibt sogar Texture Packs wie in Minecraft, die aber glaube ich nicht so geil sind. Weiß ich nicht. Hier könnt ihr im Multiplayer spielen mit euren Freunden. Und ja, jetzt gehen wir mal kurz in meine Welt wieder, die ich eben erstellt habe. Warten kurz, bis es Nacht ist, was vielleicht sein müsste. Ich warte mal kurz. Das ist jetzt ein relativ easy Bossfight. Normal ist es am Anfang gar nicht so easy, aber der Account ist halt jetzt schon sehr weit und überlevelt. Dafür haben wir schon 34 Rüstungspunkte. Ich hatte mit dem Account eben 3 am Anfang. Also das ist. Ja. Ich will euch einfach nur mal zeigen, dass es wie die Bosse so aussehen und dass es eigentlich ganz cool gemacht ist. Ich weiß nicht, wie schnell ich den jetzt killen werde, aber ich denke mal relativ schnell. Ich muss jetzt nur kurz warten, bis es Nacht ist. Was hoffentlich jetzt wird jeden Moment. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit dem Video. Ich wollte es eigentlich nur mal kurz alles so zeigen. Ja, die Musik ist auch relativ geil. Ich habe sogar eine Laserpistole, Space Gun. Von was habe ich jetzt Schaden? Mann, sind die Kürbissen? Nee. Fallschaden, glaube ich. Ich habe kein Ding, dass ich keinen Fallschaden kriege, oder? Weiß ich gar nicht. Ah, okay. Da haben wir nämlich den Boss auch kurz schon beschwert. Ja, der wird wahrscheinlich relativ viel Schaden nehmen. Ja, man kann unten die Lebensleiste auch sehen. Oh Gott. Der macht mir wahrscheinlich niemals Schaden gescheit, wenn er mich treffen würde. Ich kann ihn auch nicht gescheit ausweichen. Egal. Ah, das ist relativ einfach, weil der Account, wie gesagt, einfach zu überlevelt ist. Aber es ist auch nur eine einfache Welt, das heißt, ja, ich kann keinen Schaden oder so von dem, also ich könnte sogar in ihn reinstehen und es wird nichts machen. Es ist halt auch eine normale Welt, es gibt sogar noch Expertenwelten, da Torten machen kann, die halt spezielle Attacken auf die Bosse. Das ist, wie gesagt, jetzt auch der erste Boss, wo man Schaden bekommt. Ja, genau. Und dann droppen wir halt ein bisschen was, Geld, ein paar Items, um halt weiterzukommen. Das war, wie gesagt, jetzt auch nur der erste Boss. Und ja, die einen oder anderen kennen vielleicht das Spiel auch schon von GLP oder Zombie oder so. Ja, und jetzt ist halt Nacht, da kommen hier solche Monster. Ich habe einen Kuchen bekommen. Okay, der kommt auch schon mal Schaden an. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Aber ich finde es einfach mal mega cool. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal Let's Play dazu machen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ja, das ist so im Großen und Ganzen das Spiel. Mit dem Account jetzt nicht weit, wie gesagt. Das Spiel macht eigentlich gar keinen Sinn, aber ja, ich wollte es einfach nur mal zeigen, so ein bisschen. Und ja, dann lasst Like und Abo da. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, was dann wahrscheinlich Minecraft morgen sein wird. Oder ich weiß noch nicht, ob es morgen kommt, aber ich habe auch da ein Thema für das Video, könnt ihr auch gespannt sein. Bis drauf freuen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Lasst ein Like und ein Abo da.